geisteskrank, denn Gerüchten zufolge wurde angeblich einfach mal der Megalodon in GTA 5 gesichtet. Und an alle, die nicht wissen, was oder wer der Megalodon ist, für die blende ich das einmal ganz kurz hier ein. Ihr seht, das ist einfach mal ein super duper gigantisch großer Megahai, der angeblich eigentlich schon ausgestorben sein soll. Aber es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass dieser Hai irgendwie noch überlebt hat und unten in den Tiefen des Ozeans auf uns lauert. Und deshalb ist es heute meine Aufgabe, den Megalodon in GTA 5 zu finden und vielleicht auch zu fangen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, Freunde, lasst ihr mal einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaffen wir 10.000 Likes. Das wäre geisteskrank. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge GTA 5! So, Freunde, here we go! Wir sind in GTA 5 angekommen und ja, ihr seht es schon im Hintergrund. Es ist wirklich wieder mal ein wunderschöner Tag hier in Los Santos. Und ich meine, was gibt es Besseres, als bei so einem geilen Wetter sich einfach mal einen richtig coolen Tag auf dem Meer draußen zu machen. Also, ihr wisst ja schon bereits, ich möchte heute einfach mal den Megalodon finden und vielleicht sogar auch fangen hier in GTA. Und dafür müssen wir jetzt erstmal gleich noch ein bisschen Equipment besorgen. Ich meine, das ist einfach der größte Hai aller Zeiten, ne? Ja, und das erfordert halt auch die ein oder andere Ausrüstung. Und zwar zeige ich euch das direkt mal hier draußen. Ihr könnt es nämlich schon sehen. Vor mir steht einfach mal ein geisteskrankes Auto. Ob ich das jetzt gekauft habe, ist die andere Frage. Okay, ich hab's geklaut. Aber das spielt hierbei keine Rolle. Denn dieses Teil, haltet euch fest, hat einfach mal über 1200 PS. Ganz einfach aus dem Grund, ich möchte nämlich mit diesem Pickup den Megalodon später aus dem Wasser ziehen. Der hat nämlich hier, ihr seht schon, 6 Räder. Hat eine krasse Seilwinde hier hinten. Ne? Und kann damit einfach mal bis zu 15 Tonnen ziehen. Das heißt, sollten wir den Megalodon wirklich fangen, können wir ihn dann einfach mal mit diesem Auto aus dem Wasser rausziehen. Aber bevor wir jetzt losmachen, würde ich sagen, zeige ich euch jetzt erstmal ganz kurz diese Pickup-Funktion. Und zwar gehen wir dafür mal ganz kurz hier in meine Garage rein, denn da steht noch mein zweites Auto, eine S-Klasse. Und ich würde sagen, die schleppen wir jetzt einfach mal ganz kurz ab. Dafür müssen wir einmal ganz kurz hier hochgehen, erstmal die Seilwinde rausziehen. So, und jetzt befestigen wir das Seil noch einmal hier vorne am Auto und zack! Schon hat das Ganze funktioniert. Und jetzt seht ihr schon, habe ich das Auto einfach mal hier an den Pickup befestigt. Das gleiche können wir im Prinzip auch später mit dem Megalodon machen. Ne? Und dann können wir ihn später einfach mal so aus dem Wasser rausziehen. So wie jetzt hier das Auto. Guckt euch das mal an. Alter, schaut mal. Ich schleppe einfach gerade mein eigenes Auto ab. Oh mein Gott. Ey, ich sag, das Auto hier hat so viel Power. Wir können einfach hier so eine S-Klasse abschleppen. Oh, Also so ungefähr, nur dass wir das mit dem Hai natürlich ein bisschen vorsichtiger machen, ne? Weil ich meine, das Auto hat bestimmt schon 10.000 Dellen jetzt, aber egal. Auf Wiedersehen, ja? Okay, das war's mit meinem Auto. Also ihr seht, wir können die Seilwinde auch per Knopfdruck wieder lösen eigentlich, ganz simpel. Aber jetzt genug zum Pickup. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt mal auf den Weg zum Meer, weil ich meine, der Megalodon, lebt logischerweise nicht hier auf den Straßen. Also das ist ein Hai. Also der lebt im Meer, aber keine Ahnung, warum ich das euch erkläre. Ich glaube, ihr wisst, dass Hai im Meer leben. Deshalb würde ich sagen, Leute, wartet, stopp. Ich habe ein was ganz Wichtiges vergessen, ne? Und zwar, bevor wir jetzt hier ans Wasser fahren, brauchen wir erstmal noch ein bisschen Equipment. Weil wir müssen den Hai ja auch anlocken. Das heißt, wir fahren einmal zu einem Laden. Den müssten wir irgendwo in der Stadt finden hier. Ich glaube, irgendwo hier müsste einer sein. Und da fahren wir jetzt einmal hin und kaufen uns eine Angel. Denn wir müssen den Megalodon ja auch irgendwie so ein bisschen anlocken. Und dafür würde ich sagen, kaufen wir uns mal ein paar Angeln. Damit wir so ein bisschen so fischen können und den Hai halt so ein bisschen anlocken können. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Deshalb würde ich sagen, wir fahren einmal mit Vollspeed durch die Stadt, alle beiseite. So, Leute, wir sind jetzt hier am Laden angekommen. Ihr seht ihn einmal hier, der 24-Stunden-Market. Der hat wirklich 7 Tage die Woche einfach 24 Stunden geöffnet. Und ich hoffe mal, dass sie jetzt hier ein paar Angeln haben. Weil sonst hätten wir ein kleines Problem. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Ihr seht oben links, wir können einmal eine Fishing Rod, also eine Angel, kaufen. Die kostet jetzt 10 Dollar. Ist eigentlich nicht die Welt. Aber ich meine, wir sind hier in GTA und in GTA bezahlt man nicht. Sondern man holt eine Waffe raus und bedroht den Laden. Besitzer, gib mir eine Angel! Du willst mir keine Angel geben?
Leute, er hat gesagt, er gibt mir keine Angel. Und er hat mir sogar den Mittelfinger gezeigt. Habt ihr das gesehen? Jetzt habe ich ihn umgebracht und muss mir trotzdem eine Angel kaufen. Das war's komplett, aber egal. Komm, Leute, wir kaufen uns einmal ein paar Angeln. Wir haben jetzt, ja, keine Ahnung, wir kaufen uns mal so 20 Stück. Das sollte eigentlich reichen, ne? Und dann würde ich sagen, können wir uns jetzt auch auf den Weg zum Strand begeben. In der Hoffnung, dass jetzt keine Polizei kommt. Aber so wie es aussieht, hat das niemand gemerkt. Von daher würde ich sagen, können wir weiterfahren, Leute. Aber ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal hier gleich nach einem Parkplatz schauen. Weil wir können das Teil halt nicht direkt am Strand parken, oder? Weil das Ding ist, am Ende kommt halt die Polizei und schleppt unseren Pickup ab. Das wäre halt nicht so smart. Ey, wisst ihr was? Egal, ich fahre einfach jetzt hier mitten auf dem Strand rum mit dem Pickup. Aber okay, ihr seht es, Leute. Wir sind am Strand angekommen. Und ich sag euch ehrlich, also dafür, dass das Gerücht hier rumgeht, dass der Megalodon existieren soll, sind hier irgendwie erstaunlich viele Menschen. Die haben anscheinend gar keine Angst vor so einem Megalodon. Aber wisst ihr was? Wir sind heute hier, um den Menschen zu beweisen, dass der Megalodon wirklich existiert. Deshalb würde ich sagen, parken wir das Auto hier jetzt einfach mal. Und den Jetskis hier einmal kurz parken, bitte. Dankeschön. Das haben wir super gemacht, Leute. So. Okay, wir sollten vielleicht die Waffe noch wegpacken. Ups. So, und was für der Kollege da? Warum leuchtest du so komisch, hä? Hast du ein Problem mit mir? Warum guckst du mich so doof an, hä? Willst du Stress oder was? Hey, ich dachte, du wolltest kämpfen. Warum rennst du jetzt weg, Junge, hä? So, jetzt kommt aber der spannende Part, Freunde. Und zwar müssen wir raus aufs Wasser. Und das machen wir am besten folgendermaßen. Ich überlege ganz kurz. Ich glaube, wir machen das so. Ihr seht, hier vorne ist ein Boot. Das ist so ein Schmalspurboot. Ich würde sagen, das klauen wir einfach mal. Und dann fahren wir dahinter zu diesem, was ist das? Zu so einem Anglerboot. Und das werden wir dann auch nochmal klauen. Und mit dem werden wir richtig weit rausfahren auf die offene See, um da dann hoffentlich den Megalodon zu finden, ne? Das heißt, wir rennen jetzt einfach hier ins Wasser rein und klauen mal das kleine Boot hier. Das wird schon niemand auffallen. Also hoffe ich mal zumindest. Da vorne baden zwar gerade welche, aber egal, das merkt schon niemand. Der klettert einmal ganz kurz hier rein. So, okay, dann würde ich sagen, kann's losgehen, Leute. Ich gebe Vollgas mit dem Boot und oh mein Gott, schau nur, wie das abgeht. Oha! Oha! Ey, für so ein kleines Boot geht das unnormal ab. Okay, aber wir fahren ein bisschen in die falsche Richtung. Wir müssen zurück. Da hinten ist das Schiff. Wir müssen da einmal ganz kurz drehen irgendwie. Nur irgendwie werden die Wellen gerade unnormal hoch. Warte mal, was passiert hier? Warum werden die Wellen so hoch? Oh mein Gott! Wir müssen zurück. Die Wellen werden übertrieben hoch. Was geht hier ab? Oh mein Gott. Also, Digga, ich weiß nicht, was hier abgeht. Das Wetter ist auf einmal auch unnormal komisch geworden. Bruder, was geht hier ab, Leute? Ey, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Das Ding ist, wir müssen irgendwie gucken, dass wir zu dem Boot dahinter kommen, ohne irgendwie unterzugehen, weil die Wellen sind so hoch. Bruder, was geht hier ab? Was ist mit dem Wetter passiert? Ey, wir gehen sowas von gleich unter. Ey, noch einmal irgendwie so eine Welle und nein, nein! Freunde, oh mein Gott, da ist ein Hai. Ja, wir müssen aufs Boot. Oh mein Gott, schnell schwimmen, schneller schwimmen. Leute, wir müssen aufs Boot, oh mein Gott. Hoch hier. Oh mein Gott. Alter, was? Digga, Leute. Ey, ich hatte gerade so Schiss, ne? Das ist zwar kein Megalodon gewesen, ne? Aber das ist ein normaler Hai. Das war, glaube ich, sogar ein weißer Hai. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der will hier hochspringen. Der will aufs Boot, Leute. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Was ist hier los? Die Wellen drehen komplett durch. Von jetzt auf gleich. Ey, aber die haben so einen Sturm hier gar nicht gemeldet. Guckt euch mal an, was hier abgeht mit den Wellen. Aber okay. Wir sind jetzt wenigstens schon mal hier auf dem großen Boot. Das haben wir jetzt zwar geklaut, aber ihr seht es da vorne. Da schwimmt immer noch dieser weiße Hai rum. Aber das ist ein gutes Zeichen. Wenn es hier normale Haie gibt, Freunde, bedeutet das, dass hier eventuell vielleicht sogar ein größerer Hai sein könnte. Ihr wisst, welchen Hai ich meine. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal noch ein Stück weiter raus. Ich habe nur auch ein bisschen Angst, dass das Boot hier auch irgendwie nicht standhalten kann gegen diese Wellen. Weil guckt euch das mal an. Was sind das für Wellen, Alter? Holy moly. Und so wie es aussieht, fängt es jetzt auch noch an zu gewittern. Oh nein. Digga, guckt euch das mal an. Was geht hier ab?
Ey, das ist irgendein Zeichen, Leute. Das ist irgendein Zeichen. Ich glaube, das ist das Zeichen, dass der Megalodon irgendwo hier lauert, Freunde. Und ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer. Was passiert hier? Aber okay, Leute. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir jetzt hier irgendwie eine Angel auswerfen können. Aber ich habe das Gefühl, wir fallen gleich hier runter. Was geht ab? Das Boot kippt. Oh mein Gott. Okay, Leute, es sind jetzt, ich glaube, ungefähr 5 Minuten vergangen. Das Wetter hat sich ein bisschen gelegt, also auch nicht zu krass. Ihr seht, der Wellengang ist immer noch übertrieben, aber es gewittert wenigstens nicht mehr. Okay, jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir jetzt hier eine Angel auswerfen und vielleicht diesen Megalodon schon mal so ein bisschen anlocken. Das heißt, einmal die Angel auswerfen und es geht los, Leute. Wir haben den ersten Köter reingeworfen. Und das Ding ist, wir haben ja eben schon einen weißen Hai gesehen. Das heißt, es gibt hier auf jeden Fall schon mal Haie. Die Frage ist nur, werden wir den Megalodon finden? Und ich habe gerade irgendwas geangelt. Keine Ahnung, was das war. Aber egal, wir werfen die Angel weiter aus. Vielleicht angeln wir ja auch den Megalodon. Das wär's komplett. Oh mein Gott, und die Wellen sind immer noch übel krass, ey. Ich habe so Angst, dass es das Boot irgendwie umhaut oder so. Oh mein Gott, Monsterwelle, oh mein Gott. Ey, das Boot kippt doch irgendwann noch um. Und dann kommt der Megalodon und frisst uns auf. Aber ich muss sagen, wir haben gerade nicht so Glück. Also ich habe das Gefühl, bisher tut sich hier echt nicht viel. Also ich habe bisher auch keine Haie mehr gesehen. Ich habe gerade einfach irgendein Schild geangelt. Perfekt. Ey Leute, soll ich einfach mal ins Wasser springen? Was soll schon passieren? Weil hier sind noch keine Haie gerade. Ey, wisst ihr was? No risk, no fun, rein ins Wasser. Wow! Zurück. Ich habe mich umentschieden rein. Oh mein Gott. Da ist einfach wieder ein weißer Hai gekommen. Ey, ich dachte, hier ist nichts. Auf einmal kommt der weiße Hai. Ey, meint ihr, wir können ihn abknallen, Freunde? Ey, aber wenn wir ihn abknallen, ne? Am Ende kommt dann der Megalodon. Vielleicht riecht er dann auch das Blut, Freunde. Ey, komm, wir gucken mal, ob wir ihn abknallen können. Ey, schieß, Leute. 3, 2, 1. Ich habe ihn abgeschossen. Oh mein Gott. Ich habe ihn abgeschossen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Wellen werden auf einmal wieder richtig hoch. Okay, das war ein Fehler. Wir hätten den eigentlich abgeleitet. Oh mein Gott. Das ist ein Zeichen, Leute. Guckt euch die Wellen an. Irgendwas passiert hier gerade wieder. Okay, ich guck mal mit der Sniper, ob wir irgendwas sehen in der Ferne. Aber den Megalodon müssen wir halt direkt sehen, weil der ist halt so groß. Aber Digga, der Wellengang ist echt nicht mehr normal. Aber ich sehe hier echt nichts. Ich sehe auch das Land nicht mehr. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir zurück müssen. Aber egal, wisst ihr was? Wir werfen die Angel nochmal aus und gucken, ob wir den Megalodon vielleicht nochmal anlocken können. Irgendwann muss er sich zeigen. Perfekt. Ich habe einfach irgendein Hütchen geangelt. Das war nix. Wir werfen die Angel nochmal aus. Und die Wellen werden übertrieben groß. Ey, das Wasser schwappt sogar über. Und das Boot kippt gleich um. Oh mein Gott. Ey, wenn das Boot umkippt, sind wir geliefert. Ich meine... Oh mein Gott. Freunde, wir hatten gerade einen weißen Hai an der Angel. Wir haben den Hai geangelt. Habt ihr es gesehen? Okay, wartet. Wenn wir es schaffen, einen weißen Hai zu angeln, dann schaffen wir es auch, einen Megalodon zu angeln, Leute. Ich habe da auch schon so eine Idee. Und zwar machen wir Folgendes. Wir steuern das Boot mal ganz kurz. Der Wellengang hat auch wieder ein bisschen nachgelassen, sehe ich. Da hinten müsste irgendwo eine Yacht sein. Wir werden jetzt zu einer Yacht fahren, Leute. Und werden da ein paar Menschen töten, ne? Die werden wir dann auf unser Boot bringen. Und dann werden wir einfach ein paar Menschen ins Wasser werfen. Also ich denke, so ein Megalodon, der isst bestimmt gerne Menschen. Deshalb, Freunde, würde ich sagen, müssen wir ein paar krasse Köter besorgen. Und dafür holen wir einfach ein paar Menschen. Und ich glaube, dann sollten wir es auch schaffen, diesen Hai endlich zu fangen. Das muss irgendwie gehen, Leute. Okay, Freunde, ein paar Minuten sind vergangen. Gute Neuigkeiten. Das Wetter hat sich drastisch verbessert. Wir sind auch auf direktem Wege zur Yacht. Und ich habe gerade das Gefühl, unser Schiff kentert. Warte mal, warum kentern wir gerade? Warte mal, da ist irgendwas auf meinem Boot. Ey! Irgendwas! Ein Hai hat unser Boot kentern lassen. Oh mein Gott. Was soll ich machen? Das war's. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Leute, wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Wir müssen zur Yacht. Schnell. Bitte nicht. Bitte nicht.
Freunde, das war's komplett. Ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Ich wurde gerade einfach von einem weißen Hai gegessen, ne? In GTA. Ich würde sagen, ich lasse mich davon aber nicht aufhalten. Ich gehe direkt zu Wasser. Wir sehen uns wieder, wenn ich bei der Yacht gleich angekommen bin. Wir werden heute diesen Megalodon fangen, Freunde. Macht euch auf was gefasst. Ich werde nicht aufgeben, hört ihr? Okay, Leute, es sind einige Minuten vergangen. Ich bin wieder hier mit dem Boot. Wir sind auch bei der Yacht angekommen. Ihr seht, da ist auch richtig dicke Party. Das sind richtig reiche Leute, die sich da gerade gut gehen lassen. Aber das werden wir jetzt ändern. Denn ich werde jetzt einmal nebenan hier das Boot parken. In der Hoffnung, dass sie jetzt nicht irgendwie sauer sind. Wenn daneben jetzt so ein Schmalspurboot parkt. Und da ist schon direkt wieder ein weißer Hai. Hier gibt es so viele Haie. Ey, Leute, wenn wir dann die Menschen ins Wasser werfen, ne? Es muss ein Megalodon kommen, ich sag's euch. So, okay, Leute, ich habe jetzt mein Boot direkt neben der Yacht geparkt, dass wir die Leichen dann von der Yacht direkt runter auf unser Boot werfen können. Jetzt kommt aber der lustige Part, und zwar müssen wir diese ganzen Menschen erstmal ausschalten, und das werden wir jetzt schon machen, solange das Wetter noch mitspielt. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir da irgendwie aufs Boot kommen erstmal. Waffen habe ich dabei, das ist nicht das Problem. Wir machen das anders, wir müssen hier vorne, glaube ich, rein. Ja, okay, Freunde, da ist der Eingang. Wir springen einmal ganz kurz ins Wasser und... Okay, Freunde, das sind direkt die ersten. Ich hänge jetzt an der Leiter dran. Schaut mal, über mir sind direkt die ersten zwei Gäste. Und oh, oh. Oh, der Hai kommt direkt wieder. Wir müssen uns beeilen. Jetzt muss es schnell gehen, Freunde. 3, 2, 1, let's go. Und Action. Look the fuck out. Komm direkt. Bam. Okay, wir haben die ersten zwei Leute, sehr gut. So, einmal mitkommen bitte, Leute. Ich schleppe die jetzt hier aufs Boot, dann haben wir direkt schon mal die erste Leiche, sehr gut. So, okay, erste Leiche haben wir auf dem Boot, sehr gut, Freunde. Wir kommen direkt zur nächsten, ne? Das heißt, einmal wieder rüber aufs Boot, dann holen wir die hier einmal unten noch. So, einmal herkommen bitte. Und dann würde ich sagen, kannst du auch gleich mal mitkommen. Leute, wir werden diesen Megalodon sowas von fangen, ich sag's euch. Aber erstmal kommst du mit aufs Boot, Kollege Schnürschuh. So, dich legen wir einmal hier ab, zack. Okay, ich würde sagen, das sollte reichen. Wir haben jetzt zwei Leichen, die wir ins Wasser werfen können, um den Hai anzulocken. Ich denke, das sollte ausreichen, Freunde. Jetzt geht's rein ins Boot. Es hat auch niemand mitbekommen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei eurer Party. Aber der Fischer muss leider erst wieder los, ja? Wir sehen uns. Leute, wir haben jetzt hinten einmal die zwei Leichen auf dem Boot. So, und dann würde ich sagen, Leute, solange das Wetter noch einigermaßen mitspielt, fahren wir jetzt raus aufs Meer und fangen jetzt endlich diesen Megalodon. Und es wird Zeit. Dein Ende naht. Ich habe nur Angst, dass das Wetter gleich wieder Müll wird. Wir sollten uns lieber beeilen. Weil ich weiß nicht, ob es täuscht, aber die Wellen werden langsam schon wieder größer. Ihr könnt es sehen, Leute. Ja, und die werden immer größer und größer. Bruder, hallo. Hey. Bruder, das Boot geht gleich wieder unter. Was soll das sein? Okay, Leute, wir haben ein kleines Problem. Das Wetter ist wieder ein bisschen schlechter geworden, aber ich lasse mich davon jetzt nicht mehr abhalten, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal runter zu den zwei Leichen, ne? Und wir werden die jetzt hier ins Wasser reinwerfen. Wir sind wirklich ganz weit draußen auf dem Ozean. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir diesen Megalodon jetzt schnappen können. Nur die Leichen, die rutschen gleich von alleine runter, weil die Wellen viel zu krass sind. Okay, Leute, erste Leiche liegt im Wasser. Jetzt würde ich sagen, ist es Zeit für die zweite Leiche. Ihr seht, es ist auch direkt wieder der erste Hai gekommen. Es scheint also zu funktionieren. Ich bin echt der festen Überzeugung, wir können es schaffen, den Megalodon hier anzulocken. Ich würde sagen, wir werfen jetzt noch die zweite Leiche ins Wasser. Und dann, Leute, haltet euch fest, dann kann's losgehen. Okay, und die zweite Leiche liegt auch im Wasser. Oh mein Gott, Leute. Wir haben jetzt alle zwei Leichen ins Wasser geworfen. Ich würde sagen, ich gehe mal wieder oben ans Deck. Aber eigentlich müsste jetzt der Megalodon endlich kommen, Freunde. Er müsste jetzt eigentlich langsam mal auftauchen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Wir haben jetzt Menschen ins Wasser geworfen. Ich meine, er muss jetzt irgendwann mal kommen. Freunde, ey, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt bestimmt 10 Minuten oder so wirklich hier rumgeschaut die ganze Zeit. Aber es tut sich nichts. Ich glaube, wir können das vergessen, ne? Es gibt kein Megalodon, Freunde. Ich habe alles probiert, was ich... Warte mal. Warte mal! Oh mein Gott! Was ist das? Habt ihr das auch gerade gesehen?
Habt ihr das gerade gesehen? Ich schwöre, diese Flosse war so riesig. Freunde, ich glaube, das war der Megalodon. Ich glaube, er existiert doch. Ihr habt das alle gesehen. Wo ist der hin? Ich schwöre, ich habe es gerade mit meinen eigenen Augen gesehen. Ey, ich wollte gerade sagen, dass ich aufgebe, aber... Ihr habt doch auch gerade alle diese Flosse gesehen, oder? Ja, wo ist der hin? Oh mein Gott, ey, das war, glaube ich, ein Megalodon. Okay, warte, wir gehen noch mal oben gucken. Der muss... Warte mal, da hinten! Oh mein Gott, da, Freunde! Könnt ihr sehen? Seht ihr diese Flosse? Oh mein Gott! Was? Wie riesig ist diese Flosse, Bro? Ich glaube, wir haben einen Megalodon gefunden, Freunde. Ich glaube, wir haben ihn. Der schwimmt hier ums Boot rum, Freunde. Nein, nein, nein! Oh mein Gott, Freunde, wir müssen wieder aufs Boot. Ich bin reingefallen. Ich habe ihn gesehen. Habt ihr ihn auch gesehen unter Wasser? Leute, wir müssen ihn angeln. Wir müssen diesen Megalodon, wir müssen ihn irgendwie an Land bringen. Ich habe ja diesen Truck noch am Land. Wir müssen ihn halt irgendwie töten. Wie bringt man so einen Megalodon um, Freunde? Ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen ins Wasser rein und wir müssen ihm mit diesem Messer ins Auge stechen. Ich glaube, ich keine Ahnung, wie wir ihn sonst ausschalten sollen. Weil ich sag euch, Waffen werden safe nichts bringen. Ja, ich sag's ja, schaut mal, ich schieße mit einer Pistole. Es bringt gar nichts. Wir können Maschinengewehr nehmen. Ihr seht, das bringt nichts. Man kann diesen Megalodon nicht töten mit einer Waffe. Es geht nicht. Nein, er hat das Boot geraten. Oh mein Gott! Nein! Hey, er hat das Boot gerammt! Digga, ich war jetzt schon das zweite Mal im Wasser, Bro. Wir müssen mehr aufpassen. Okay, Leute. Ich muss mich jetzt nochmal ganz in Ruhe drauf vorbereiten. Wir müssen das nämlich gekonnt machen. Ich werde warten, bis er nochmal zum Boot kommt. Und dann werde ich nochmal ganz gekonnt zu ihm springen und ihm das Messer reinrammen. Wir müssen ihn irgendwie ausschalten. Waffen bringen nichts. Also müssen wir es mit dem Messer machen. Okay, komm her. Bei drei, Freunde. Eins, zwei, drei. Yes! Oh mein Gott, Freunde! Wir haben ihn! Habt ihr es gesehen? Ich habe ihn getroffen! Aber er sinkt gerade übel schnell nach unten. Wir müssen schnell ein Seil an ihm befestigen. Wir müssen den Anker irgendwie runterlassen oder irgendwas, damit er nicht auf den Grundboden sinkt. Aber wir müssen ihn noch irgendwie an Land bekommen. Das wäre halt richtig krass. Wir müssen schon den Anker runterlassen, um ihn irgendwie noch zu fixieren. Weil sonst taucht er halt gleich auf den Meeresboden runter, weil der ist so schwer. Habt ihr gesehen, wie der gerade einfach untergegangen ist? Wir müssen schon den Anker runterlassen einmal. Ey, ich hoffe, wir treffen ihn noch. Okay, der Anker wird runtergelassen. Ihr hört's? Okay, es hat irgendwas gekracht. Er ist auf irgendwas gestoßen. Ich glaube, das muss der Hai gewesen sein. Okay, Leute. Wir müssen jetzt hoffen, dass der Megalodon unten dran hängt. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt zurück zum Land und schauen mal, ob wir diesen Megalodon vortransportieren können. Digga, dann sind wir der Erste in ganz GTA, der es geschafft hat, diesen Megalodon zu fangen und auch noch an Land zu bringen. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir an Land sind. Und dann schauen wir mal, ob wir mit unserem Mercedes Pickup Truck diesen Megalodon vortransportieren können. Bis gleich. Okay, Freunde, wundert euch bitte nicht. Es ist natürlich ein bisschen flacher geworden, deswegen habe ich den Anker einfach mal hochgezogen und dann kam der Hai einfach nach oben. Jetzt liegt der Megalodon einfach auf unserem Schiff drauf. Das ist an sich schon mal sehr gut. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir das irgendwie sicher an Land parken und dass wir dann den auch runterbekommen mit dem Pickup Truck. Ich würde sagen, wir parken das Boot jetzt einfach hier gleich mal. Digga, wie sieht das eigentlich aus? Wir haben einfach so einen Megalodon hier auf unserem Boot liegen, Leute. Was geht hier ab? Digga, das ist geisteskrank. Guckt euch diesen riesen Hai an. Okay, Leute, Boot steht. So, jetzt müssen wir nur noch schnell das Auto von hinten holen, um diesen Mega-Hai da irgendwie von runter zu bekommen. Ich würde sagen, wir holen mal schnell den Pickup von hinten, ne? So, der ist er doch auch schon, Freunde. Ich würde sagen, wir steigen mal schnell ein. Und dann fahren wir mal schnell zurück zum Megalodon. Wir müssen ihn da irgendwie runterkriegen, Freunde. So, okay, wir sind angekommen, Leute. Der Megalodon liegt immer noch oben auf dem Boot.
Ey, ich kann euch nicht versprechen, dass wir es schaffen, den jetzt irgendwie da runter zu bekommen. Weil, Bruder, der heiligt einfach auf dem Boot drauf. Junge, dieser Megalodon, der ist so groß. Ey, Leute, ich gebe jetzt mein Bestes, dass wir den davon irgendwie runterkriegen, ne? Ey, ich bin so gespannt, ob wir das hinkriegen, Leute. Dann müssen wir einmal hier ganz kurz die Hängerkupplung rausholen. So, die haben wir einmal. Und jetzt müssen wir die am Hai befestigen, ne? Bruder, das wird jetzt spannend. Leute, lasst doch mal alle ein Like dafür da, dass wir es überhaupt geschafft haben, hier den Megalodon zu fangen. Ich würde sagen, wir befestigen jetzt einmal irgendwo die Seilwinde. Okay, Seilwinde ist am Hai befestigt, Leute. Jetzt ist nur die Frage der Fragen. Kriegen wir es hin, den Hai da runterzuziehen? Wir werden es herausfinden. Oh mein Gott. Okay, 3, 2, 1, let's go! Und oh mein Gott, nein! Er ist viel zu schwer, was? Ey Leute, ich drehe hier komplett durch, ihr seht, aber da tut sich gar nichts. Ey, komm schon, okay, es bewegt sich, Leute, er bewegt sich. Digga, komm runter da. Wir müssen ihn doch da runterkriegen, oh mein Gott, Digga. Das wird nichts. Er ist zu schwer, Leute, er ist viel zu schwer. Guckt euch das an, oh mein Gott. Okay, ich kann mal kurz noch unser Nitro aktivieren, weil das Auto hat auch noch Nitro. Vielleicht schaffen wir es dann, Freunde. Letzter Versuch. 3, 2, 1, vielleicht mit Nitro und... Oh! Wir haben ihn vom Boot runterbekommen. Leute, ich glaube, jetzt haben wir es, Freunde. Ihr seht, das komplette Boot ist damit gekippt. Aber mit dem Nitro haben wir es geschafft. Okay, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, Leute, bringe ich den Hai jetzt gleich zu mir nach Hause. Und macht den bei mir in den Teich rein am besten, ne? Und ihr lasst mal unbedingt alle ein Like und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.